Wer hierüber mehr erfahren möchte, der bleibt dran. Nach dem Intro gibt es mehr Informationen. Also dranbleiben. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute haben wir mal von Milka Schokotaler und Vanillejoghurt. Das Ganze scheint neu zu sein. Ich habe das hier von Norma mitgebracht, war dort im Kühlregal, hat gekostet 79 Cent. Ja, ist also ein kleiner Joghurt mit 120 Gramm Gesamtmasse und 98 Gramm Joghurt mit Vanillegeschmack plus 22 Gramm Schokolinsen. Tja, wie ihr seht, habt ihr hier die Zutatenliste und daneben habt ihr gleich die Nährwerttabelle. Ja, scheint also von Milka was Neues zu sein. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob das auch wieder so bunte Smarties sind oder ob das wie hier so Schokolinsen, die abgebildet sind. Ja, da sind, ich weiß es nicht. Ich hätte das durch Zufall, habe ich das im Regal entdeckt, denke, oh, was Neues. Also kann das eigentlich gar nicht mehr so neu sein, weil was bei uns als neu ist, das ist also schon mindestens, ich sage mal, 4 bis 6 Wochen auf dem Markt. Weil so ist es mit allem Kram, was neu ist, da wartet man bei uns ewig, bis wir das denn endlich auch kriegen. Und von daher gehe ich mal von aus, dass das hier schon etwas länger, ja, existiert. Das Ganze kommt von der Molkerei Alois, Müller GmbH und Co. KG in 86850 Aresried. Wo immer das wäre. Irgendwo in Deutschland. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt mache ich das hier mal auf. Müssen ja rein theoretisch hier die Schokolinsen sein. Richtig. Und es sind quasi stinknormale Schokolinsen. Und dann machen wir jetzt den Rest auch mal auf. Und schau da. Schau an. Es ist Joghurt. So sieht das Ganze aus. Und jetzt werde ich die Linsen da reinkippen. Und werde die natürlich schön vermischen. Verrühren. So, und jetzt wollen wir mal probieren. Also ganz klassisch Vanillejoghurt. Riecht man und schmeckt man auch. Das ist, ja, ich sage mal, Joghurt, wie man ihn kennt. Jeder müsste eigentlich wissen, wie Vanillejoghurt schmeckt. Die Schokolinsen, die sind nicht so, wie man sich jetzt meinetwegen die Smarties auch
vorstellen müsste, dass die so einen knackigen Biss haben, sondern das sind eher so welche, ja, wie diese Kaffeebohnen. Ihr kennt ja sicherlich, wie es damals auf den Torten diese Schoko-Kaffeebohnen gab. Und jeder von euch kennt wahrscheinlich auch diese Schoko-Kaffeebohnen. Und die haben ja auch nur so einen, ja, festen Biss, sage ich mal. Also da ist nichts Knuspriges dran, sondern das ist, ja, als wenn man ein Stück von einer normalen Schokolade abbeißt. So sind diese Linsen hier auch. Sind also keine Smarties in dem Sinne. Smarties sind ja, die haben ja so eine knackige Hülle, sage ich mal, und innen eigentlich einen weichen Kern. Ist hier nicht. Die sind hier durch und durch mit Schokolade. Deswegen beim Beißen auch kommt kein, ich sage mal, dieses typische Knacken. Ja, wie schmeckt das? Das ist jetzt also, ich sage mal, kein besonderer Joghurt, weil das jetzt hier von Milka den Namen hergegeben hat. Das ist ein, ja, Allewelt-Joghurt, sage ich mal. Der könnte auch, das könnte auch einer von Gut und Günstig sein. Das könnte aber auch einer von Ja sein. Das könnte auch einer von Bauer sein. Das könnte auch einer von was weiß ich sein. Also das ist jetzt kein spezieller Geschmack, wo man jetzt sagen kann, okay, auch mit dieser Schokolade da, mit diesen Schokoladentalern da drin, das ist ein spezieller Geschmack, ist es nicht. Es ist, ja, ganz auf gut Deutsch gesagt, ein stinknormaler Vanillejoghurt mit stinknormaler Schokolade drin. Also die ist nicht irgendwie auch was Besonderes, weil Milka hat ja eigentlich so die Eigenart, dass sie, ja, sie sind zwar ziemlich teuer, aber sie machen auch sehr gute Schokolade. Aber hier bei diesen, ich sage mal, Schokolinsen, da haben sie sich jetzt keinen Zacken aus der Krone gebrochen, sage ich jetzt mal so. Also das ist hier so, ja, ich nehme mal an, so 0815 Schokolade, die sie wahrscheinlich woanders gar nicht gebrauchen konnten. Also machen wir mal Linsen draus und hauen die in Joghurt rein und gut ist. So kommt mir das vor. Also ist nichts großartig Besonderes dabei. Zur Bewertung vom Geschmack her, ja, gibt es von mir auch nur 4 Punkte oder 4 Sterne. Weil, ja, sowas Großartiges ist es nun auch nicht. Wie gesagt, es könnte ein Allerweltsjoghurt sein. Die Schokolade ist auch nicht sehr berauschend für Milka. Spricht also nicht für die gute Qualität diesmal, sondern ist halt eben so ein, ja, Allerweltsjoghurt. Nichts Besonderes. Da hat also quasi nur Milka seinen Namen hergegeben. Und 79 Cent für so einen kleinen Joghurt, sage ich mal, da hätten es auch 49, 39 Cent getan. Aber nein, steht ja Milka drauf. Also muss er ja teurer sein. Und von daher, ja, könnt ihr euch überlegen, ob ihr euch den holt. Also es ist nur eine nichts Besonderes, Stinknormalheit eben. Gut. So, das war es jetzt für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, könnt das gerne liken, könnt gerne verteilen auf Facebook, auf Instagram, auf Google+, wo immer ihr möchtet, habe ich nichts dagegen. Abo wäre sehr, sehr nett. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.